Schön, dass ihr mit dabei seid. Willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute geben wir nochmal richtig Dampf. Heute belasten wir mal das Soft 99 Waterblock Super Splash mit diesen Kandidaten. Und zwar habe ich euch verschiedene Reiniger mitgebracht. Wir haben auch einen Detailer mit dabei. Da will ich euch auch nochmal einen kleinen Effekt zeigen, auf den man definitiv achten sollte. Ich habe euch ein Shampoo mitgebracht, ein richtig starkes Reinigungsshampoo. Ich habe euch einen Flugrostentferner mitgebracht und zwei Insektenentferner. Einer im relativ neutralen Bereich und hier den alkalischen Beetlejuice Squeezer. Und wir schauen mal, wie die hier so auf diesem Super Splash arbeiten. Entfernen Sie das Wachs beim ersten Mal, greifen Sie es nur stark an. Oder passiert gar nichts oder verschlechtert sich das Abhärverhalten, weil wir vielleicht irgendwas drauflegen, zum Beispiel hier diesen Detailer an der Seite. Und da denke ich mal, werden wir richtig spannende Ergebnisse bekommen. Und jetzt geht's los hier mit dem Belastungstest. Ja, im ersten Video hatte ich das ja hier auf die Oberfläche aufgetragen und da hatte ich hier die schmale Seite und ich hatte hier drüben ein Viereck. Ich habe es jetzt nochmal auf die gesamte Motorhaube aufgetragen und ihr seht hier, also der Lack ist super glatt, jetzt muss ich schnell sein. Also es ist echt Wahnsinn, sobald hier nur ein bisschen Neigung dazu kommt, der Lack ist super glatt. Also das habe ich euch jetzt hier schon an Bildmaterial erspart und damit haben wir auch eine schöne ausgehärtete Schicht. Und hier drüben habe ich unsere Kandidaten schon stehen auf dem Stuhl. So 1, 2, 3, 4, 5 und wir haben ja verschiedenste Produkte. Und wir werden auch nacheinander jetzt sozusagen alles aufsprühen. Ich fange mal an mit dem einfachsten. Und das ist jetzt hier kein Reiniger, sondern das ist das CarPro Elixir High Gloss Quick Detailer. Und hier beantworten wir gleich nochmal die Frage, ist es sinnvoll, auf so ein hochhydrophobes Produkt einen Quick Detailer draufzulegen? Das werden wir jetzt mal mit testen. Deswegen hier sprühe ich mal den Quick Detailer auf, nehme hier mein Tuch und werde jetzt hier auf das Wachs nochmal den Detailer drauflegen. Wir haben ja dann hier auf den bzw. unter den Klebebandstreifen das frische Wachs sozusagen nochmal und da sehen wir auch dann schön den Unterschied. So, das ging ohne Probleme. Der Detailer lässt sich super verarbeiten. Ist ja auch wirklich ein guter Detailer hier zum schnellen Staub entfernen oder Fingerabdrücke runternehmen. So, erledigt. Nächste Fläche. So, und auf den anderen haben wir hier zum Beispiel Flugrostpunkte und dann wollen wir einfach mal schauen, ob hier der Flugrostentferner das Waterblock angreifen wird. Ich sprühe den jetzt hier so ein bisschen auf und verteile den, weil ich kann jetzt hier nicht großflächig sozusagen das einnebeln, weil dann nebel ich alles andere mit ein. Ich gebe jetzt hier wirklich eine schöne Menge drauf und verteile das ganz sanft, ohne hier irgendwie zu reiben oder so. Ich verteile es nur, dass das hier ein gleichmäßiger Film wird. Also wir haben nahezu keine mechanische Beanspruchung. Dasselbe machen wir auch hier beim Dr. Wack Insektenentferner. Also auch hier auf Spray. Ich versuche mal hier das möglichst gleichmäßig zu verteilen. Auch mit einem frischen kleinen Applicator wirklich komplett ohne Druck, einfach nur ganz leicht hier einen Film ausbilden. So, reicht schon aus. Das gleiche machen wir jetzt auch hier beim Beetlejuice Squeezer. Der nebelt zwar richtig schön, aber es ist mir trotzdem zu riskant, dass ich hier auf die anderen Flächen rüber nebel. Deswegen nur ganz entspannt und hier auch nur verteilen. Also überhaupt keinen Druck geben, sondern nur leicht. Hier reißt auch schon die Oberfläche sozusagen des Reinigers auf. Also selbst das hydrophob, Wahnsinn. Und jetzt machen wir auch den ganz normalen Test mit dem Waschhandschuh. Ein bisschen Wasser drin. Ihr seht, das perlt wunderbar ab. Und jetzt nehmen wir unsere Geheimwaffe. Meguiar's Wash Plus. Nur ein bisschen was im Handschuh drin. Und das verarbeiten wir sozusagen, wie wir es auch kennen. Mit ein bisschen Druck gehen wir jetzt hier über das Wachs drüber. So. Gut. Und jetzt warten wir noch ungefähr so eine Minute und dann strahlen wir mal alles ab. So, ich denke mal, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Und jetzt strahlen wir das mal ab. Fangen wir es mit drüben beim Detailer an. Und da haben wir ja sozusagen nochmal die Fläche mit dem Detailer behandelt. Und jetzt hoffen wir, dass der Detailer sich nicht aufs Wachs draufgelegt hat. So, und ihr seht ganz klar, hier
auf den Ablaufbahnen bleiben Tropfen zurück. Das heißt, der Detailer legt sich hier auf das Wachs drauf und mindert die hydrophobe Leistung. Ist zwar immer noch sehr, sehr stark, aber jetzt sehen wir hier auf so ein paar Bahnen bleibt hier doch Wasser zurück. Also passt wirklich auf, wenn ihr mit solchen Detailern hier arbeitet. Und jetzt strahle ich mal alles ruckzuck hintereinander ab. So, und ich glaube, ihr könntet es schon beobachten. Also, hier beim Reactive Rust Remover, beim Flugrostentferner, ich glaube, da ist gar nichts passiert. Das Wasser läuft ohne Probleme nach unten. Die Perlen rauschen hier von oben los. Es bleibt nichts auf den Ablaufbahnen zurück. Das heißt, immer noch hohe hydrophobe Kraft hier vom Wachs. Stößt das Wasser sozusagen schnell ab. Hat keine richtige Chance, sich hier irgendwie am Lack bzw. am Wachs festzuhalten. Super schön glatt und auch von der Lackglätte her ist dann noch definitiv was da. Hier ist nicht mehr so glatt, wo der Detailer drauf ist. Okay. Schauen wir hier beim Dr. Wack Insektenentferner. Also auch da perlt das von oben nach unten problemlos. Das hält das locker aus. Also überhaupt kein Problem. Könnt ihr definitiv nutzen, wenn ihr das Wachs dann wieder im Sommer im Einsatz habt vielleicht. Könnt ihr auch hier so einen Insektenentferner nutzen. Und das sollte das Wachs definitiv eine ganze Weile aushalten. Wie sieht es jetzt hier aus beim alkalischen Beetlejuice Squeezer? Also auch hier muss ich sagen, das Wachs hat noch gut standgehalten, aber an manchen Bereichen musste es schon ein bisschen schwächeln. Also hier muss man ganz klar sagen, Alkalität ist für ein Wachs generell nicht unbedingt das Beste. Das heißt, wenn ihr hier wirklich massiv Insekten drauf habt, geht ihr mit dem alkalischen Reiniger drüber, reinigt alles schön sauber, knetet dann nochmal so ein paar Insektenreste weg oder poliert vielleicht noch ein paar eingebrannte Sachen weg und dann legt ihr das Wachs drauf und dann habt ihr wieder 2-3 Monate Ruhe. Dann macht ihr wieder mit dem Insektenentferner hier das Ganze sauber. Also so ungefähr würde das funktionieren, aber der ist halt nicht für die jeden Samstag Waschroutine geeignet, dann lieber was Neutraleres hier in dem Bereich. Also ihr seht es nochmal hier, doch ein bisschen angegriffen. Ja, man sieht es auch hier, wenn man die beiden Flächen miteinander vergleicht. So, und da sieht man hier auf der neutraleren Seite deutlich freier und da drüben bleibt noch viel, viel Wasser zurück. Also da hat es die oberste Wachsschicht schon ein bisschen angegriffen, ganz klar. Wie sieht es beim Wash Plus aus? Ich glaube, man sollte es noch erkennen, ja. Ja, hier sieht man es auch nochmal. Das Meguiar's Wash Plus ist halt einfach eine absolute Geheimwaffe. Gut, dass ich es hier für euch entdeckt habe. Und da seht ihr nochmal schön, also das hat definitiv das Wachs angegriffen. Ist noch nicht 100% weg, aber ich denke, wenn ihr das dann so 2, 2,5, 3 Monate im Einsatz hatte, das Wachs, und dann halt mit dem Meguiar's Wash Plus wascht, dann wird das komplett runter sein. Ist ja auch gut so, weil da wissen wir auf jeden Fall, das können wir nutzen. Ja, da sieht man auch nochmal schön, selbst hier beim höheren pH-Wert ist es immer noch okay, aber es zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den neutraleren Reinigern. Und das Fazit kann ich eigentlich relativ kurz halten. Passt auf bei Detailern, irgendwelchen ja, Zusatzschichten, die ihr hier oben drauf legt, das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn. Nutzt wirklich das Wachs hier allein und lasst es in Ruhe arbeiten, wascht das nur pH-neutral und dann funktioniert das ohne Probleme. Sonax Rich Foam oder was auch immer ihr da habt, als ganz einfaches neutrales Shampoo. Nichts mit Wachsanteil und auch nichts mit Zusatzversiegelung, kann nämlich am Ende noch negativ für das Wachs sein, dann perlt es wieder schlechter. Dann bei ja, Flugrostentferner. Auch da nochmal so ein kleiner Tipp von mir, nutzt das nicht jeden Samstag. Man macht das vielleicht 2, maximal 3 Mal im Jahr Flugrost entfernen oder mal nachschauen, je nachdem wie stark die Belastungen sind. Ansonsten reicht auch einmal zu. Und da ja, hat das Wachs eigentlich echt gut standgehalten, muss man ganz klar sagen. Hat es überhaupt nicht interessiert, also sehr, sehr schön. Dann die neutraleren Insektenentferner Richtung pH-Wert 7, 6, 7, 8, 9, so in die Richtung. Da seid auf jeden Fall gut bedient. Das heißt, das Wachs wird es auch eine ganze Weile ja, aushalten.
dann nach 10, 15 Anwendungen irgendwann nicht mehr so stark. Aber so ein paar Mal sollte es auf jeden Fall durchhalten. Kein Problem. Wenn ihr Insektenentferner habt, die wirklich eine sehr starke Reinigungsleistung mitbringen, wie der Beetlejuice Squeezer, das ist so ein Produkt, das nimmt man wirklich, um einmal richtig schön alles komplett zu reinigen und danach legt man das Wachs drauf. Das ist hier kein Reiniger, den ihr jeden Samstag hier zur Pflege sozusagen eurer Sauberkeit der Motorhaube oder der Front nutzt. Das ist wirklich so ein Produkt. Einmal alles komplett richtig schön reinigen und dann danach das Wachs drauf. Also so ein hochalkalischer Reiniger, auch hier Green Star, pH-Wert 12, 13 und auch 14 und sowas, da halt einfach aufpassen, da wird das Wachs halt einfach angegriffen, ganz klar. Meguiar's Wash Plus entfernt dann die Reste auf jeden Fall zuverlässig. Wenn das ganz frisch hier drauf ist, dann müsst ihr vielleicht ein paar mehr Bahnen hier drüber gehen, aber wir gehen immer davon aus, dass ihr das schon ein paar Wochen und Monate im Einsatz hattet und dann nur noch die Reste entfernen wollt. Und da geht es Meguiar's Wash Plus auf jeden Fall klar. Ihr findet nochmal alle Produkte unten hier in der Infobox und wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach melden. Und ich denke mal, das war ein interessanter Test. Wenn ihr nochmal irgendwie einen Belastungstest sehen wollt mit anderen Produkten, dann schreibt mal hier eure 5 oder 4 Kandidaten unten rein, wenn ich die nochmal hier auf dem Waterblock Super Splash testen soll. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bei Fragen melden. Bis dahin, euer Sebastian. Ciao.